Hi Leute, ich habe mir das neue Aufräumflaggschiff 6690 Cable besorgt und jetzt wollte ich euch mal mitteilen, wo die Unterschiede zwischen 6660 und 6690 sind und ob ein Upgrade sich lohnt und erster Eindruck, wie es sich verhält und was das Ding kann, sehen wir heute in diesem Video. Also viel Spaß! Der größte Unterschied, wie ihr sehen könnt, ist das Design, und zwar die Fritzbox 6690 ist sehr klobig und sehr groß im Gegensatz zu 6660. Ich finde auch das Design von 6660 deutlich eleganter, aber darauf kommt es ja nicht an, sondern es kommt auf die inneren Werte an, und deswegen gucken wir uns direkt die Rückseite an, welche Anschlüsse wir hier bei der Fritzbox 6690 haben. Und wenn wir uns das genauer angucken, stellen wir direkt fest, wir haben hier bei der 6690 einen Anschluss weniger, einen LAN-Port weniger. Das liegt einfach daran, weil die 6660 4 1 Gigabit LAN-Anschlüsse hat plus ein 2,5 Gigabit pro Sekunde Anschluss hat, während wir hier bei der 6690 nur 4 haben insgesamt, also dreimal 1 Gigabit und einmal 2,5 Gigabit. Was aber sehr gut ist und was uns auch direkt auffällt, ist einfach der USB 3.0 Anschluss. Wir haben sogar zwei davon, das heißt, ihr könnt eine Festplatte anschließen und könnt daraus eine NAS machen und könnt ihr euch sozusagen einen Server über die Fritzbox laufen lassen. Das ist sehr praktisch. Und natürlich noch einen Drucker zum Beispiel einstellen. Das konnten wir bei der 6660 nicht. Da war nämlich nur ein USB 2.0 Anschluss. Und was mir persönlich nicht gefällt, sind die Telefonanschlüsse bei der 6690. Denn ich frage mich, wer heutzutage tatsächlich analoge Telefonanschlüsse braucht. Ich brauche sie nicht, wahrscheinlich braucht ihr sie auch nicht. Und wenn wir jetzt zum Hauptunterschied kommen, der Hauptunterschied ist natürlich beim WLAN, und zwar ist die Datenleistung hier deutlich höher. Wir haben hier eine Datenrate von insgesamt 6000 Mbit pro Sekunde, zumindest auf dem Papier in der Theorie. In der Praxis sind es 3,6 Gigabit pro Sekunde, das ist immer noch doppelt so schnell wie die 6660. Das liegt auch daran, weil die 6690 4x4 Multi-User-MIMO hat, während die 6660 nur 2x2 Multi-User-MIMO hat. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wäre das eine große Autobahn mit 4 Spuren, während die kleinere Version eben nur 2 Spuren hat. Und ich habe das ja auch in meinem Test bei der 6660 gesagt, hier sind die Antennen deutlich geringer und deutlich schlechter positioniert. Die 6690 hat 12 Antennen, wie der FritzRepeater 6000 zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt mit dieser Box auch eine größere Wohnung abdecken, sei es mal, sage ich mal, 100 Quadratmeter oder größer, das ist alles kein Problem. Und dadurch natürlich, dass wir 4x4 Multi-User haben, können wir natürlich auch gleichzeitig mehrere Geräte bedienen. Alles andere ändert sich nicht, und zwar, wenn ihr Internet per Kabel habt, dann unterstützen beide Boxen 2x2 DOCSIS 3.1 oder 32x8 DOCSIS 3.0. Ein großer Unterschied ist allerdings der Preis. Die Fritzbox 6690 kostet 320 Euro, während die 6660 200 Euro kostet. Wenn ihr mich fragt, wenn ihr sagt, hey Sam, ist ein Upgrade nötig, noch kann ich euch sagen, das lohnt sich nicht, aber natürlich werde ich auch ein Review über die 6690 machen. Aber ich bin der Meinung, ein Upgrade lohnt sich nicht. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, drückt auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, welche Fritzbox ihr benutzt. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Tschüsschen.